Feierabend. Auf zu meinen Freunden. Endlich Wochenende. Jetzt geht's zu den Rollerfreunden. Feierabend. Auf zu den Rollerfreunden. Hey Bernd, endlich Feierabend. Hallo Klaus. Ja, ich bin der Peter, auch der Koordinator genannt, Rollerfreunde aus Holstein. Koordiniere ich alle so ein bisschen. Ja, wann haben wir uns gegründet? Vor 5 Jahren. Anlässlich des Heinkel-Roller-Treffens 2005 in Neustadt bin ich zufällig mal hingefahren und dann schaute ich mich mal um und sah dann noch andere Rollerfahrer, fragte die, wie sieht's da aus, wie fahrt ihr denn? Und die sagten mir dann, ja, wir fahren immer alleine. Ich sag, lass uns doch mal gemeinsam fahren. Ja, und seitdem nennen wir uns Rollerfreunde aus Holstein. Und sind mittlerweile nicht mehr nur 5 Leute wie damals. Mittlerweile sind wir über 80, 7 Frauen. Von 125 Kubik aufwärts bis 650 Kubik, sogar mit Beiwagen haben wir. Ja, und wir wollen euch einfach einladen zu einer schönen Tour durch unser ausholsteinisches Land und euch ein paar schöne Stellen zeigen, wo man schon wunderschön mit dem Roller fahren kann. Natürlich auch mit jedem anderen Zweirad, aber Roller ist noch was anderes als ein Motorrad. Hallihallo, da sind wir wieder. Die Rollerfreunde aus Holstein bedeuten für mich in erster Linie, naja, als Koordinator ist das auch eine Menge Arbeit, aber das sehen wir nicht so. Die zweite Linie und dritte Linie ist natürlich Kameradschaft, gemeinsames Hobby, Frönen, ja, technische Hilfe untereinander und wie gesagt, diese schönen Ausfahrten, andere Rollerfreunde in Schleswig-Holstein und ganz Deutschland besuchen und eben einfach der Klönschnack unter Rollernfreunden, das ist das Schöne, Benzingespräche, das kann ich nur sagen. Ja, für mich sind die Rollerfreunde aus Holstein erstmal ein geiler Ausgleich für meinen Job. Und ja, dann eben auch die super Kombination zum Hobby, zum Rollerfahren. Hier sind wir jetzt in Eutin. Im Hintergrund seht ihr schon das Eutiner Schloss. Diesmal von der Rückseite. Wir müssen unsere Roller ja auch irgendwo parken. Ja, unser Thema natürlich bei den Rollerfreunden. Warum sind wir bei den Rollerfreunden? Natürlich sind wir nicht nur Männer, wir haben auch Frauen dabei. Warum bist du eigentlich dabei? Weil die Rollerfreunde einfach eine lustige, bunte Truppe sind. Es macht einfach viel Spaß, mit denen zu fahren. Und man darf auch als Frau einfach mal Gas geben. Die Frauenquote bei uns ist also relativ hoch. Selbst meine kleine Tochter darf hier mitfahren. Ein paar Termine habe ich wieder am Anfang, bevor wir dann wieder ins Quatschen übergehen und uns Mangiare reinpfeifen. Sonntag, unser Termin, Schleswig-Holstein-Tag. Wer kommt denn mit überhaupt hier? Sehr schön. Die Resonanz ist groß bei uns. Wir sind immer gut mit 20, 25 Leuten unterwegs und Schleswig-Holstein, wie gesagt, hier seht ihr selbst die Location hier. Das sind alles so Plätzchen, die wir kennen. Wir fahren auch gerne mal alleine hierher mit Freundinnen. Wir wollen einfach gemeinsam Zweirad-Spaß haben und das ist das, was wir eigentlich uns wünschen. Und jetzt Schluss mit Film. Wir genießen noch den Sonnenuntergang und haben ein bisschen Ruhe und gehen in uns und überlegen uns den nächsten Tag Rollerfahren.